Die Wilhelm-Exner-Medaille ist eine begehrte Auszeichnung. Sie wird Menschen verliehen, die durch ihre wissenschaftliche Arbeit und Forschung Gewerbe und Industrie vorantreiben. Benannt ist sie nach Wilhelm Exner, der mit seinem fortschrittlichen Unternehmergeist schon vor 150 Jahren unglaublich visionäre Projekte umgesetzt hat. 1840 wird Wilhelm Exner im Stationsgebäude von Untergänserndorf als Sohn des Stationsvorstehers geboren, an der ersten Bahnverbindung der Donaumonarchie, die es damals erst seit 2 Jahren gibt. Die Faszination für Technik ist ihm damit in die Wiege gelegt und er wird in eine Zeit der technischen und gesellschaftlichen Umbrüche geboren. Auch die Realschule, die er dann besucht, ist eine Innovation dieser Zeit. Exner übersprengt ein Jahr, geht ans Polytechnische Institut und wird Lehrer. Sein Gespür für technische Revolutionen hat er schon damals. Bereits 1865 organisiert er die erste Fotoausstellung. 1872 gründet er die Hochschule für Bodenkultur, heute BOKU, wo er Professor, Dekan und dann sogar Rektor wird. 1879 ersehnt er das TGM, heute die größte technische Schule Österreichs. Es folgen der TÜV und die Urania. 1862 fährt Wilhelm Exner zu einer erstmals stattfindenden Veranstaltung, die sein Leben verändern und prägen sollte. Die Weltausstellung in London, auf der neue technische Entwicklungen präsentiert werden. Ab dem Zeitpunkt lässt er praktisch keine Weltausstellung mehr aus. Die Faszination muss groß gewesen sein, denn 1873 holt er die Weltausstellung nach Wien und bahnt danach mit den ersten Exponaten dem Technischen Museum den Weg. Exner weiß um die Qualität des Netzwerkens Bescheid. Als großartiger Salonredner, faszinierender Plauderer und blendender Charmeur knüpft er Kontakte zu vielen Großen seiner Zeit. Zu seinem Freundeskreis zählen Menschen wie der Architekt Theophil Hansen, der Geldschrankindustrielle Freiherr von Wertheim oder die Fürstin Metternich-Schandor, die ihn sehr unterstützt. Kein Wunder, dass er sich in dieser Zeit des Wandels auch politisch engagiert. Als Abgeordneter des Reichsrats und dann Mitglied des Herrenhauses wird er einer der ersten Parlamentarier und setzt sich nicht nur für unternehmerische Innovation, sondern auch für den 10-Stunden-Tag, Arbeitnehmerrechte und die Gründung der Arbeiterkammer ein. Er gründet Vereine für Bedürftige und tritt der Friedensbewegung bei. Exner ist ein Kämpfer für Allgemeinbildung, Tugendhaftigkeit, Anstand und Toleranz. Ganz in diesem seinem Sinn verleiht der österreichische Gewerbeverein die Exner-Medaille. Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger lesen sich wie das Who is Who der Innovation. Menschen wie der Automobilpionier Ferdinand Porsche oder der Erfinder des elektronischen Papiers Joseph Jacobson wurden genauso ausgezeichnet wie der Quantenphysiker Anton Zeilinger. Nicht wenige haben, wie der Sprechfunkpionier Guglielmo Marconi und die Gentechnikforscherin Emmanuelle Charpentier, nicht nur die Exner-Medaille, sondern auch einen Nobelpreis bekommen. Und auch mit den letzten Auszeichnungen zeigt der österreichische Gewerbeverein, dass er am Puls der Zeit ist. 2021 werden Katalin Karikó, die Erforscherin des mRNA-Impfstoffs, Luisa Torsi, eine Pionierin der Virendiagnose, der Exner-Medaille geehrt. Die Wilhelm-Exner-Medaille geht an Menschen, die in gleicher Weise wie Exner durch ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten die Produktion, namentlich auf gewerblichem und industriellem Gebiete, in hervorragender Weise gefördert haben, also an Menschen wie Wilhelm Exner, die die Technik, das Gewerbe, die Industrie und damit unsere Gesellschaft weiterentwickeln, indem sie in neuen Kategorien und Bahnen denken.